Dampfbruch sagen die einen, Energiebruch die anderen. Sicher ist, sie verbinden den Werdenberg mit dem Liechtenstein. Und das gerade mehrfach. Der Prozessdampf aus der KVA wird zu zwei Liechtensteiner Betrieben geführt. Velofahrer und Fußgänger treffen sich auf der Grenze, wo kaum als Grenze wahrgenommen wird. Oder vielleicht gleich. Das hat mich interessiert und ich habe mich mit dem VU-Landtagsabgeordneten, mit dem Christoph Wenenweser, dort auf der Brücke getroffen. Dort, wo ein Strich signalisiert, dass es hier jetzt eben eine Landesgrenze gibt. Der Christoph hat mir zuerst schon Papier gezeigt und dann sind wir eingestiegen in unsere grenzenlose Diskussion. Ja, du, Christoph, jetzt sind wir mitten drin. Was ist denn das, was du in der Hand hast? Das ist ein Manuskript von der liechtensteinischen Botschafterin in der Schweiz, von der Doris Frick. Sie hat uns gerade letzten Dienstagabend hat sie im Parlamentspräsidium und der Europaratsdelegation eine Unterweisung gegeben in die Qualität und in die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Liechtenstein. Ich bin also richtig fit, um über unsere tolle Partnerschaft zu berichten. Okay, komm ich stelle mal schnell den Tor, wie das interessiert mich. Da gerade, ja, genau. Ich gehe wieder heim, oder? Ah, so, genau. Weißt du, ich habe einen Toyota. Und immer wenn ich über die Brücke fahre, also natürlich über die andere Brücke, gell, dann sagt der Toyota, sie haben die Grenze passiert. Ich habe ein englisches Auto und ich bin ein bisschen anständig. Jedes Mal, wenn ich in die Schweiz fahre oder irgendwo heiße, willkommen in der Schweiz, sieht man das Auto. Aber du, jetzt hast du gesagt, jetzt siehst du wieder daheim. Also ist das etwas anderes, wenn du hier stehst oder wenn du jetzt auf der Schweizer Seite stehst? Nein, überhaupt nicht. Wir haben so tolle Beziehungen auf B-Seiten von Marie, Dori und Dora. Es ist überhaupt kein Thema. Man hat als junger Porsche zugehört, schon bei der C und bei der B und bei den A-Junioren hat man schon mit den Buxer zusammen geshootet, sind wir schon gleich eine Mannschaft gesehen. Ich habe das Buchs den als KV gemacht. Wir haben eine gemischte Klasse, keine Schweizer Liechtensteiner. Und es ist eigentlich von klein auf, ist man eigentlich immer mit den Kollegen über dem Rhein, denen, in jeder Art und Weise gut auskommen. Jetzt beim Herrenlauf hast du mir gesagt, du seist ein Jahrgang 63, gell? Ich bin ein Jahrgang 53, also 10 Jahre abeinander. Du warst wohl Gemeinderat gewesen, gell? Can, bist du immer noch? Nein, ich bin in der Legislatur 2011 bis 2015 bin ich im Gemeinderat gewesen, einfach um ein bisschen einmal politische Luft schnuppern und einmal versuchen herauszufinden, ist das überhaupt etwas für mich? Und dann habe ich habe mich wahrscheinlich dort nicht allzu dämlich angestellt und bin dann gefragt worden auf 13er Wahlen von der Landespartei, ob ich mir vorstellen könnte, für den Landtag zu kandidieren. Jetzt ist gerade Filmschnell. Hans-Jürg Filmgott. Es ist unser ehemaliger Parteipräsident Jakob Böhl. Mittlerweile in der Rente und in der Wohlverdienten. Das Timing ist perfekt. Er ist übrigens eher gesehen, der mich gefragt hat, ob ich kandidieren darf für den Landtag. Ja, aber du, jetzt müssen wir ehrlich sein, gell? Nach dem Klaus Schütscher haben wir die Mehrheit verloren. Also, ja, also ist natürlich schon aber ein Schlag gewesen. Aber jetzt sind wir wieder auf dem besten Weg, die Mehrheit zu gewinnen. Heula. Bei der FPP ist es ziemlich ein Durcheinander intern. Ich verfolge das jetzt aus der Zeitung mit. Und ich glaube, die VU kann da wirklich Punkte machen. Gut, das letzte Mal hat die FPP einen Sitz verloren, gell, bei der letzten Wahl. Ihr seid gleich geblieben. Ja. Aber ihr seid natürlich dann auch von du und Freie Liste dann unter Umständen, gell, konkurrenziert. Nein, also FDP und VU sind nach wie vor die beiden traditionellen Grossparteien und sie werden weiterhin eine grosse Koalition bilden und weiterhin in der grossen Koalition konstruktiv fürs Land arbeiten. Aber jetzt müssen wir schon gleich noch sagen, jetzt haben wir also Februar 2018. Also du prophezeist nächstes Mal 10 zu 7? Nein, die grossen Parteien werden nur über 9 Mandate rauskommen, aber ich denke mal, dass die VU 9 Mandate machen wird, die FDP maximal 8 und dann wird die VU wieder den Regierungschef stellen und wahrscheinlich gibt es wieder eine grosse Koalition und man wird wieder zusammen fürs Land das Beste rausholen. Darum hast du den Christoph, gell, da in Szene gesetzt. Ja klar, der Christoph macht einen guten Job. Er war das letzte Mal Fraktionssprecher. Jetzt ist er ein Glied zurückgetreten. Ist nur ein Fraktionssprecher, aber trotzdem noch maßgeblich in der Fraktion tätig. Und wir sind wirklich nach wie vor ein sehr gutes Team. Ich habe jetzt Kontakt noch mit meinem Nachfolger, mit Günther Fritz, und er macht das Amt hervorragend. Und natürlich ist er im Europarat, gell, der Christoph. Was natürlich gerne nichts heisst, gell? Das Christoph, wir haben gesehen, was mit Schulz passiert ist, nachdem er von Europa zurückgekommen ist. Du, ja, es ist noch ein Moment, Michel. Der Parteipräsident, gell? Also, der lassen wir jetzt mal zeichnen. Wohin geht's? Also ich bin jetzt von Ruggell auf Mondlingen eingefahren, jetzt auf die Brocken und jetzt geht es in Ruggell ein. Es gibt 45 Kilometer, leichte Rolleretappe.
So, jetzt aber, fühlst du dich wieder daheim? Ja, sicher, ja. Ich bin über dem Zielstrich, da über dem Grenzstrich. Ist gleich etwas anderes, gell? Ja. Du, habt ihr eigentlich gemerkt, wenn da einer fährt oder wenn einer durchläuft, dass Quackler Kopf vergessen, ja. Noch vielleicht eine Frage an Parteipräsident, was ich jetzt muss sagen. Ehemaliger Parteipräsident. Ehemalig, oh ja, Entschuldigung, natürlich. Was ich jetzt muss sagen, die Brücke die steht ja nicht so lang. Das Projekt hat schon vor einmal gegeben, über 30 Jahre. Machen jetzt auf einmal für Ilgona natürlich eben. Und für, ja, für Herbert Dospelt. Für Dospelt. Die Dampfleitung. Den Dampf wieder durch, die Dampfleitung unter Klaus Tschütscher hat da voll Gas gegeben und jetzt läuft die Dampfleitung und damit die Radfahrer- und Fußgängerbrücke. Typisch kluge Liechtensteiner Taktik, gell? Kyoto-Protokoll kann man ein Drittel weniger zahlen. Ich glaube es wohl. Es weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist jetzt die Brücke als Radfahrbrücke. Ja, genau. Und oben hat es, wenn wir ganz ehrlich sind, da muss ich jetzt mal schnell drüllen. Oben hat es nämlich auch eine gegeben. Und die Schweizer, dort bei Triesen, dort gab auf Seewolle oder Weiss oder Warte, haben die Schweizer das verhindert. Also die Zusammenarbeit ist manchmal auch ein bisschen schwierig, nicht Christoph? Ja, nein, überhaupt nicht. Ich meine, man muss auch über die Sachen diskutieren. Aber jetzt gibt es ja wieder eine Fußgängerbrücke südlich von der Autobrücke. Wird jetzt wieder eine Fußgängerbrücke gebaut. Da haben Gemeinden über dem Rhein und bei uns der Landtag und noch Gemeinden von dort haben die notwendigen Mittel gesprochen. Man sollte anfangen zu bauen, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres. Also es kommt eine weitere Brücke dazu. Du meinst, die kommt da wirklich? Ja, es ist in Stein gemeißelt. Die Mittel sind gesprochen. Dort führt kein Weg daran vorbei. Es hat noch niemals ein Referendum ergriffen. Dort wird man okay anfangen zu bauen. Ja. Was ich kann mich erinnern, Radio L, gell? Und dann eben gesagt, für hoch. Und dann sage ich nicht zwei Parlamentarier aus dem St. Galler Kantonsrat. Und B, die haben irgendwie sich nicht können einigen. Und darum, obwohl das Geld da gewesen wäre von Triesen her, ist sie nicht gebaut worden. Aber dermal meinst du, dermal haut es. Das ist halt, das halt, die Brücke kommt, das ist garantiert. Aber vielleicht mag ich gerade mal, es ist mir beim Herfahren noch etwas in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt von früher erzählen darf. Weißt du, so ein ganz tolles Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und dem Liechtenstein immer auf eine unbürokratische, freundschaftliche, vertrauensvolle Art und Weise funktioniert hat, ist das Beispiel gewesen, wo gerade die Brücke da oben, die Autobrücke zwischen Bux und Schaa im Jahr 72 eingestürzt ist. Genau. Dort hat er, der Hans-Ulrich Stöckling ist ja, glaube ich, eine ziemlich bekannte Größe in der St. Galler Politik. Er hat hier einen Artikel geschrieben in einem Buch, das rausgegeben worden ist zum 70. Geburtstag für unseren alten Regierungschef Hans Brunhardt. Und da hat er genau es beschrieben. Hier sind Leute von der St. Galler Kantonsregierung und unserer damaligen Regierungschef Alfred Hilbe zusammengekommen. Man hat eine Aktennotiz gemacht, man hat vereinbart, dass die Schweiz der Lied übernimmt beim Wiederaufbau von der Brücke und Liechtenstein die Hälfte der Kosten zahlt. Und das ist einfach im Prinzip auf der Grundlage von einer Aktennotiz passiert. Wenn man heute der Welt umschaut, muss man wahrscheinlich eben wieder etwa 7-8 Staatsverträge und weiss ich was alles machen. Also in der Beziehung Schweiz-Liechtenstein hat man sehr, sehr lang, sehr, sehr unkompliziert, freundschaftlich zusammen geschaffen, pragmatisch, mit einem gesunden Menschenverstand. Vielleicht ist auch das andere heutzutage ein bisschen technokratischer, aber ich glaube, das überwiegt das so, wie es immer gesehen ist. So habe ich es auch empfunden. Aber eben, gell, du, Jahrgang 63, Jahrgang 53, wir sind einmal ins Böschli durchgegangen und dann haben wir natürlich den Liechtensteiner etwa mal Frauen ausgespannt. Dann ist es dann weniger akutiert worden. Hast du das auch erlebt? Man könnte ja sagen, wo wir hinten am Scharen waren, sind halt wir über ein Rheindor. Im Schweizer haben auch hübsche Frauen gehabt. Jawohl, gut. Ja gut, das jetzt. Woher geht es noch, Parteipräsident ehemaliger? Eben, Rocco Frau Gellen hat einmal in Garten gearbeitet, typischer Pensionist. Herrgoles, so ein jugendlicher Pensionist. Gell? Ehrlich ist es. Was wieder einmal zeigen. Du bist dir bewusst, wenn du aus dieser Seite bist, zahlst du viel weniger Steuern, gell? Ja, ich weiß nicht genau, wie viel weniger, aber ich bin froh, dass ich weniger zahle. Ja. Wobei, als Pensionist zahle ich ja wahrscheinlich nicht mehr viel. Ja. Ich muss jetzt eine Steuererklärung ausfüllen, dann kommt es dann aus. Okay, gut, dann in dem Fall gute Fahrt, gell? Danke vielmals. durch die Dampfbrücke, oder, wo es das übermöglicht hat. Hey, schau, jetzt stehen sie da schon Schlangen. Oh. Du, Christoph, jetzt vielleicht einmal wegen dem Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist wirklich ein grosser Unterschied. Leider, gell? Und das tut manchmal auch die Zusammenarbeit ein bisschen. Es gibt jetzt wirklich natürlich Liechtensteiner, die in der Schweiz arbeiten und dann in der Schweiz mit Steuern, da im Land aber wohnen, zum Teil teure Wohnungspreise sind und dann wirklich immens viel müssen zahlen. Hat sich das jetzt gelohnt, das Doppelbesteuerungsabkommen in dieser Art?
Ja, vielleicht, wenn wir über den konkreten Fall reden wollen, ist natürlich schon betrüblich, dass sich für Leute, die im Liechtenstein wohnen und in der Schweiz arbeiten, in öffentlich-rechtlichen Institutionen, dass sie jetzt deutsch gesehen durch das, dass das Kassenstaatsprinzip eingeführt worden ist, einfach bis zu 20% weniger netto am Monatsende haben. Für diese Leute ist das eigentlich eine sehr, sehr betrübliche Situation. Ist aber nicht einmal ein zwingender Zusammenhang mit dem Doppelbesteuerungsabkommen. Das hätte der Kanton St. Gallen, so hört man auch aus diplomatischen Kreisen, das hätte der Kanton St. Gallen ohnehin durchgesetzt. Es ist sehr, sehr schlimm für die Leute, die betroffen sind. Offensichtlich ist die Bereitschaft im Moment, um dort nochmal darüber zu reden, nicht gerade besonders gross. Aber man muss auch sagen, es hat auch einen anderen Effekt. Das Kassenstaatsprinzip gilt ja umgekehrt. Also wenn jemand, der in der Schweiz wohnt, in einem Gesundheitsberuf im Liechtenstein arbeitet, steuert dann halt einfach auch im Liechtenstein. Und dort ist der umgekehrte Effekt. Er hat dann plötzlich nicht einen Stock weit, einen Stock mehr Geld im Sack. Es hat das offensichtlich auch dazu geführt, dass unsere Gesundheitsorganisationen, Spitäler oder Betreuungszentren, Altersheim, praktisch kein Rekrutierungsproblem haben, weil natürlich der Arbeitsort im Liechtenstein durch das Steuern im Liechtenstein für Leute aus der Schweiz attraktiv geworden ist. Bei uns gibt es ja jetzt demnächst... Aber du bist jetzt ein Treuhänder, gell? Für eure Firmen würde es nicht gelten, natürlich, oder? Wenn jetzt jemand bei euch arbeitet, dann noch Steuern in Liechtenstein. Nein, dann steuert jeder an seinem Wohnort. Das ist alles nur bei den Öffentlichen, gell? Das ist noch, aber auch noch dort zum Teil, ja. Dort, wo das Liechtenstein zur Trägerschaft dazugehört. Ah, so, zum Beispiel im Neutechnikum. Ja. Wenn jemand beim Neutechnikum oder bei Research arbeitet, wo wir eine gemeinsame Trägerschaft haben, dann gilt das Kassenstaatsprinzip nicht. Das gilt noch dort, wo Liechtenstein nur formell zu einer Trägerschaft kommt, auch wenn man Dienstleistungen bezieht. Oder es sind ja heute noch ein Haufen Leute, werden im Spital zu Grabs behandelt. Genau. Und überhaupt hat man die letzte Zeit gelesen, wir beziehen Gesundheitsdienstleistungen aus der Schweiz im Gegenwert von etwa 120 Millionen Franken. Ja. Jedes Jahr ist natürlich auch beträchtlicher Umsatz, wo schweizerische Gesundheitseinrichtungen mit Patienten aus dem Liechtenstein machen. Gut, jetzt muss man sagen, Liechtenstein 160 Quadratkilometer, ungefähr 6.000 bis 38.000 Einwohnerinnen und Einwohner und dann aber unglaublich viele Arbeitsplätze für Auswertungen. Also 36.000 Arbeitsplätze, und ich weiß nicht mehr genau, 70.000, 18.000, das sind glaube Leute, die aus dem Ausland zureisen, oder? Ja, also, wir haben im Moment etwa 37.000 Einwohner und etwa 20.000 und etwa gleich viele Arbeitsplätze, und also etwa so 37.000 Arbeitsplätze, und von diesen 37.000 Arbeitsplätzen sind 20.000 von Zupendlern aus der Schweiz und aus dem Österreich vor allen Dingen. Es gibt auch einige Zupendler aus dem Bodenseeraum, also Region Lindau. Ja, aber hauptsächlich Schweizer, Zupendler aus der Schweiz und aus dem Österreich, etwa 20.000. Gut. Alltag über den Mund. Wir sind hier natürlich sehr spontan unterwegs. Es ist ja eine Dampfbrücke, gell? Und wir zeigen das natürlich. Also, ich muss schauen, kann ich Ritter laufen, da kommt der WLAN und so weiter. Wir zeigen ja auch, dass eben halt das klappt, gell? Über die Grenzen weg. Und darum vielleicht auch ein bisschen von einem Thema zum anderen. Müssen wir vielleicht noch mal ganz ein kleines bisschen von vorne anfangen, nachdem uns jetzt der ehemalige Parteipräsident Gott sei Dank an die Quere gefahren ist und uns also dementsprechend auf den Gedanken gebracht hat. Also, du bist 63 geboren, gell? Du hast ja genau. Banklehre gemacht. Den braven, zumal ist es noch so üblich gewesen, in der Schweiz und im Liechtenstein, wer eine Bankstifte macht, geht auch noch brav ein paar Monate ins Welche. Einige Monate habe ich einen Stage gemacht bei Bank Cantonal, wo du was zu los hast. Das hat zumal dazugehört und habe dann nachher noch einmal zwei Jahre auf der Bank gearbeitet. Und dann habe ich einfach damals das Gefühl gehabt, was gibt es denn sonst noch? Und habe dann einmal ich war eine Zeit lang Berufskollege von dir, Hans-Jörg, hat dann drei Jahre beim Vaterland als Redakter gearbeitet. Das ist doch bei der Zeit, bleiben, wo du gell? Bei DRS warst, gell? Ja, ja, genau. Ha? Gell? Eben rot bleibt rot, gell? Ja, ja. Vaterland natürlich. Vaterland, genau. Ja, genau. Ja, genau, DRS bin ich dort gewesen, ja, genau. Ja. Und dort hat man ja noch eine Absprache gehabt zwischen der Schweiz und dem Liechtenstein, dass wir, glaube ich, die SRG im Jahr, glaube ich, das letzte Viertelmillion Franken gezahlt haben für die Entschädigung von Liechtenstein bezogenen Sendeleistungen. Also so heisst du auf jeden Fall, halbe viel mehr, als was ich bekommen habe. Hä? Hast du nicht alles du bekommen? Nein, nein, nein.
Nein, und es ist, ich muss auch sagen, es ist auch eine gute Zeit gegangen. Ich kann mich schon an die erinnern, wo dann du wieder, wenn bei uns im Land etwas los war, dass du dann im Namen vom Regionaljournal gehörig berichtet hast. Du bist ja eigentlich immer noch ein bisschen ein Insider, was Liechtenstein-Sachen betrifft, gell? Gut, jetzt hat es natürlich verrückte Sachen gegeben, gell? Maulwurf. Da habe ich natürlich jetzt mit höchsten Richtern inzwischen, Richter im Amt, haben wir dort einiges gemacht. Ich kann es keinen Namen nennen. Den Staatsgerichtshof-Affäre, wo der höchste Richter sogar hat müssen gehen, gell? Ein Hans Brunhardt, der mir Meineid vorgeworfen hat. Ein Fürst, der mit dem, ja, in meinem Oberländer Regierungsrat das habe ich nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Ja, es hat einiges gegeben. Und dann alle Bücher im Tag reden über Liechtenstein. Also Liechtenstein hat damals eine sehr, sehr offene Gesellschaft erlebt, wo man dann wirklich auch gesagt hat, also was man denkt. Liechtensteiner selber hat dann immer so ein bisschen gesagt, ja, in Liechtenstein ist schwierig, kannst du dir alles sagen. Stimmt aber überhaupt nicht. Liechtenstein hat mir alles sehr, sehr offen und klar ausgeteilt, dass es irgendwo nicht einfach ist. Bist du nie so ein bisschen familiär unter den Hammer gekommen, wie du zum Fürst gestanden bist dort vor der Verfassungsdiskussion? Ich bin überhaupt nie unter den Hammer gekommen. Es kommt bei uns im Land genauso wenig wie in der Schweiz jemand unter den Hammer, weil er irgendeine Meinung oder eine Haltung vertretet. Ich glaube, es ist natürlich ein Markenzeichen auch von der Schweiz, dass das Demokratiebewusstsein enorm tief verwurzelt ist. Und es ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Und genauso gut, wenn man in der Schweiz Meinungen austragen kann. Du, bei euch, wenn man die Arenen anschaut oder wenn man einmal in den Nationalrat einhört, klippert es und rumpelt es ja immer wieder. Oder? Man hat auch nicht alles auf der gleichen Bühne inhaltlich. Oder? Mhm. Aber man dreht es aus und dann passt das schon. Aber zum Teil hat sich das ein bisschen geändert, gell? Seit der ganzen Verfassungsdiskussion und dann eben auch der Lancierung der Verfassung, die ja sogar ermöglichen würde, dass jede Liechtensteiner Gemeinde könnte austreten aus dem Verband Land Liechtenstein. Ja, mit der Verfassung 2003 ist tatsächlich das sogenannte Sezessionsrecht eingeführt worden. Also eine Gemeinde kann über Beschluss der Stimmbürger aus dem Land Liechtenstein austreten. Aber es wird wohl sich jede Gemeinde ganz genau überlegen, ob sowas überhaupt in Frage kommen könnte. Wohin geht man denn auch? Ja, ja. Na, natürlich. Am naheliegendsten wäre die Schweiz. Ich meine, es hat ja im unteren Rheintal unten, hat ja auch auf der anderen Rheinseite, denen gibt es auch noch ein Stückchen Schweiz, die Appelzau, genau. Oder? Ja, ja, ist auch genau. Irgendwann einmal, ich weiss gerne nur, was dort die Ursache ist oder die Grundlage dafür, dass die Appelzau auf der einen Rheinseite hin zur Schweiz gehört, aber... Aber meinst du, das bleibt? Meinst du, also der Teil, der bleibt es so Liechtenstein und wird nie irgendwie zur Schweiz gehören? Oder umgekehrt, ein Teil von dieser Schweiz hier, von benachbarten Umland, zu Liechtenstein? Meinst du, das bleibt? Ja, es gibt keinen Grund und nicht einmal der Ansatz von einem Gedanken, dem wir... Ja, für mich gibt es schon einen Grund. Also ich habe einen Lehrerkollege, der ist im dritten Schuljahr tätig und spart... Also wenn ihr da würdet steuern, jedes Jahr 10'000 Franken, also mal für mich gibt es jetzt schon einen Grund. Ja, für dich, aber für die Liechtensteiner hat es jetzt einfach zu sagen. Nicht übrigens ist Liechtenstein ja das Land in Europa, wo am längsten in den unveränderten Grenzen ist. Also kein Land hat seine Grenzen so lange nie verändert wie Liechtenstein. Liechtenstein hat seine Grenzen Seit 1719, wir führen übrigens nächstes Jahr 300 Jahre Liechtenstein und seither ist Liechtenstein in unveränderten Grenzen. Mhm, mhm. Die Schweizer haben einmal Seelhorn wollen, glaube ich, aus strategischen Gründen. Das war einmal eine Diskussion. Aber eben, wie gesagt, kein Staat, zumindest nicht in Europa, lebt so lange in unveränderten Grenzen wie Liechtenstein. Aber Christoph Schweinke im 38, wo der Pfarrer Frommel den Unterländern entgegengetreten ist. Du als Mann der Mitte von Schaa, kannst du das ja sagen? Ja, Pfarrer Frommel ist natürlich eine historisch bedeutende Figur bei uns im Land. Er hat in den sehr, sehr schwierigen Zeiten hat er natürlich schon Charakter und Stärke gezeigt. Gut, eine geplante Annexion, ich glaube, es ist auch von sagen wir, aus Vorarlberg her, von ein paar übereifrigen Nazi angezettelt worden. Aber es hat auch nicht wirklich einen Hintergrund gehabt. Es ist sehr auch nicht von Berlin sanktioniert gewesen. Aber es war schon ein eindrücklicher Moment gewesen, sicher in der liechtensteinischen Geschichte. Übrigens,
Aber noch einmal zurück zu der Schweiz. Weißt du, seit wann eigentlich Liechtenstein eine Botschaft hatte in der Schweiz? Wir Keine Ahnung. Seit 1919 hat Liechtenstein einen eigenen Botschafter. In der Schweiz hat allerdings einen Unterbruch gegeben. 1919 bis 1933 haben wir die Botschaft zu Bern gehabt. Ja. Und dann ist im Liechtenstein das Geld ausgegangen, dann hat man die Botschaft nur mehr vermögen. Und erst im Jahr 1944 hat man die Botschaft wieder offen tun. Und dann haben wir von 1944 weg 48 Jahre lang der gleiche Botschafter gehabt, der Prinz Heinrich. Ich glaube, er ist in vielen, insbesondere im Kreis von älter Diplomaten in der Schweiz, sicher noch ein Begriff. Und die Schweiz im Gegenzug hat eigentlich erst seit dem Jahr 2000 einen Botschafter für das Fürstentum Liechtenstein. Aber er residiert nicht im Liechtenstein, er ist in Bern. Also zusammenfassend können wir sagen, wir können wirklich gut aus miteinander, gell? Ja, klar. Gott sei Dank und auf allen Ebenen. Ja, wir haben auch guten Kontakt zwischen dem Parlament. Gerade nächste Woche heisst unser Landtagspräsidium wieder in Bern und trifft sich dort mit der Freundschaftsgruppe, wo der Schweizer Nationalen Ständerat bildet zur Kontaktpflege mit dem Liechtenstein. Da trifft man sich alle zwei Jahre. In der letzten Legislatur, der Jakob Böhl, der Präsident, hat es ja vorher gesehen. Ich war Fraktionssprecher in der letzten Legislatur, 13 bis 17. Und dann habe ich auch von Amtes wegen zum Landtagspräsidium dazugehört und sind wir auch. Einmal sind wir vor zwei Tagen zu Bern und zu Basel gesehen und haben uns dort mit diesen Leuten getroffen, mit den Schweizer Parlamentariern, und sie sind dann auf einem Gegenbesuch bei uns. Und gerade die nächste Woche ist eben der nächste Besuch wiederum in Bern. Und was wir natürlich auch haben, einen ganz tollen Kontakt miteinander bei den internationalen Organisationen. Ich bin jetzt seit dieser Legislatur, seit 17, Mitglied in der Delegation zur Parlamentarischen Versammlung vom Europarat. Und dort draussen trifft man natürlich auch mit sehr vielen Schweizer Parlamentarier zusammen, mit National- und Ständeräten. Wir sind in Straßburg draussen, bin ich in der gleichen Fraktion wie etliche andere Schweizer National- und Ständeräte. Und wir pflegen dort wirklich ganz, ganz einen tollen Umgang miteinander. Wir haben zu bestimmten Themen im Plenum in der Parlamentarischen Versammlung sogar schon miteinander votiert für gemeinsame Anliegen Schweiz-Liechtenstein, gerade wenn es um Finanzplatzanliegen geht. Haben einmal der Roland Rino Büchel von Oberrüthunnen und ich haben wir beide miteinander votieren können und haben der Parlamentarischen Versammlung vom Europarat, sind ja nicht wenig Leute und es sind 47 Mitgliedstaaten, hat man denen einfach allen auch wieder einmal sagen können, was beide Staaten miteinander in der Einführung von den neuen internationalen Regulativ in Bezug auf Steuercompliance und so weiter wirklich alles tun haben. Und wir sind miteinander, die Schweiz und Liechtenstein miteinander, schon sehr, sehr weit. Wir haben ja beide Länder von der OECD oder vom Global Forum, es ist ja das gute und schlechte Gewissen von der OECD, haben wir ja noch sogenannte Peer Reviews. Beide die Noten largely compliant überkommt, das heisst, alles weitestgehend erfüllt. Und jetzt sind wir also auf der gleichen Stufe wie Deutschland, wie England, wie viele andere europäische Staaten auch. Und dann haben wir auch die Gelegenheit, Straßburg draussen genutzt, um das den Vertretern aus den 47 europäischen Staaten gerade auch miteinander wieder einmal in Erinnerung zu rufen. Also für beide Zeiten, gell, von der schwarzen Liste, FATF, wo Liechtenstein auf der schwarzen Liste gesetzt hat, ein Sonderstaatsanwalt von Österreich her, die Zeiten sind vorbei. Du, es sind wilde Zeiten, aber man hat schon die andere Finanzplatzkrise müssen meistern. Du hast es vorher gesehen, 1999. Du hast gesehen, was man einem früheren Regierungschef Hans Brunhardt vorgeworfen hat. Das ist so ein anonymer BND-Bericht, Bundesnachrichtendienst, genau, der im Spiegel veröffentlicht worden ist. Ist eine riesige Geschichte geworden. Wir haben dann bei uns im Land einen Sonderstaatsanwalt eingesetzt. Wenn wir es vielleicht schon erwähnen, müssen wir vielleicht auch noch sagen, also, so ein grosser Meinheit ist nicht. Er ist nein, überhaupt nicht. Von Straßburg und hat auch gesagt, der rechtsgelehrte Wildhaber hätte jetzt Basel nicht angetroffen. Nein, aber was in dem sogenannten anonymen BND-Bericht gestanden ist, ist alles komplett Blödsinn gesehen, ja. Weiter weg von jeder Realität. Das hat sich dann aber auch herausgestellt. Nun gut, aber es hat im Liechtenstein auch dazu geführt, dass man im Bereich von der Finanzkriminalität, im Bereich von der Sorgfaltspflichtgesetzgebung, in der Schweiz ist es Geldwäschereigesetzgebung, massive Fortschritte gemacht hat. Man hat dort wirklich an vielen Schrauben gedreht.
zugegebenermaßen, es ist schon notwendig, sondern es wird letztendlich am Finanzplatz auch gut tun. Ja, weißt, ich habe nur darum gefragt, weil ich einen Mengen Blödsinn gefunden habe. Auch das, was der Liechtenstein so nachgesagt hat. Zum Beispiel im deutschen Sender plus minus hat dann einer gesagt, Schurkenstadt Liechtenstein. Und es sind ja vor allem dann auch nicht zuletzt Deutsche gewesen, die sich Liechtenstein bedient haben, etc. und so weiter. Und dann hat es ja dann eben einmal einen Rechtsanwalt gegeben, da hat man den Landtagsabgeordneten, hat man gerade irgendwie verhaftet, da hat man auch rufmässig aus der Sau gemacht. Das hat sich am Schluss herausgestellt, es war eigentlich gar nichts gewesen und so weiter. Also dort ist man schon extrem scharf dahinter gegangen, nicht? Ja, eben, es ist genau nach dem BND-Bericht, nach dem sogenannten, gesehen, da hat man bei uns im Land einen Sonderstaatsanwalt eingesetzt. Der ist dann ein paar Monate mit Blaulicht durchs Land gefahren und hat für ziemlich Rabatz gesorgt. Ja, und dann hat es damals einen Landtagsabgeordneten gegeben. Dort kann ich mich erinnern, dort hat der Landtag am Samstagmorgen eine Sondersitzung machen müssen, um dem seine die parlamentarische Immunität abzuerkennen. Und dann ist der Deutsch gesagt, aus dem Landtagsgebäude raus verhaftet worden. Genau. Eine völlig schreckliche Situation, zumal man ja im Nachhinein sagen muss, auch dort, nachdem das alles gerichtlich aufgearbeitet worden ist, ist wirklich nichts Massives hängen geblieben. Wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann etwa, ich weiß nicht mehr genau, aber etwa 50 Tage über in Untersuchungshaft gelaufen. Auf jeden Fall sehr, sehr lang, oder? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, wie lange. Ja, aber dort ist man natürlich mit einem angesehenen Mann auf eine Art und Weise umgegangen, wo einfach jeder Beschreibung gespottet hat. Oder? Weil man muss am Schluss sagen, wenn ich mich richtig erinnere, ist nach der gerichtlichen Aufarbeitung von dem Ganzen ein Vergehen. Und ein Vergehen ist jetzt wirklich kein massiver Straftatbestand. Ein Vergehen ist von der Qualität her in der Regel mit Geldbussen oder wird mit Geldbussen geahndet. Das ist kein riesiger Straftatbestand. Das ist übrig geblieben. Aber man hat deutsch gesagt, einem Mann, einem angesehenen Mann massiv in sein Leben eingegriffen, auf eine unverantwortliche Art und Weise. Wobei ich nicht sagen will, dass wenn jemand wirklich Dreck am Steck hat, dass man den laufen lassen soll. Ja, hat er aber aus meiner Sicht nicht gehabt. Er war sehr engagiert und hat einfach etwas nicht gewusst von einem Mandant, den er hatte und so weiter. Aber er selber hat sich weder bereichert noch sonst etwas davon gehabt. Also. Überhaupt nicht, das hat sich ja zeigen, oder in der gerichtlichen Aufarbeitung. Oder? Aber man ist dort völlig unverhältnismäßig in der Wahl der Mittel völlig unverhältnismäßig vorgegangen. Leider. Was man allerdings so sagen kann, Liechtenstein wenig dafür. Das ist irgendwie von extern fast ein bisschen geschaltet worden. So, gell? Also, auch die Beobachtung natürlich. Ich kann mich erinnern, der Mario Frick, der Regierungschef, ist auf einmal in einem Interview gestanden mit einem baumlangen Typ. Er sei einer von der Washington Post stationiert in Paris und er hat ihn beobachtet. Also Liechtenstein ist schon richtig einfach beäugt worden, nicht? Ja, natürlich ist man dann in den Augen gesehen von der Weltöffentlichkeit. Aber man neigt eigentlich auch bei dem Ganzen dazu, Liechtenstein ein bisschen zu überschätzen. Wenn man so Finanzplatzstatistiken hernimmt, oder, dann ist es zum Beispiel so, dass im Liechtenstein, vielleicht nicht die aktuellste Zahl bei der Hand, aber im Liechtenstein werden etwa 140 Milliarden Kundengelder verwaltet. Wenn man allein die Schweiz durchschaut, das ist ungefähr 140 Milliarden, sind Kundengelder, die eine grössere Schweizer Privatbank verwaltet. Der gesamte Finanzplatz Schweiz, Irrtum vorbehalten, werden etwa 5'000 Milliarden verwaltet. Ja. Oder einfach zum einmal die Dimensionen, 140 Milliarden zu 5'000 Milliarden, wenn man das ein bisschen ins Verhältnis setzt. Und in der Schweiz sind von diesen 5'000 Milliarden sind die Hälfte, 2'500 Milliarden sind in dem Fall sind auch ausländische Gelder. Oder? Wir könnten natürlich noch ewig lang reden, gell? Wir haben hier ein ganz bewegtes Interview, es schüttelt immer ein bisschen, so gerne ein Fußgänger durchgeht, schüttelt es ein bisschen, also man kann sich da gar nicht wirklich ruhig geben. Es ist aber wirklich eine fantastische Brücke und mir hat die Brücke gezeigt, zu was die Innovation Liechtenstein bereit und fähig ist. Es ist unglaublich schnell gegangen, bis die Leitungen können durch das Land gebaut werden. Also ja, ich sage persönlich auch immer wieder, Liechtenstein hat der Fortschritt auch wirklich guten und weitsichtigen Unternehmer zu verdanken. Jetzt aber noch eine Sache, die immer wieder kommt, oder immer wieder kommt, gerade du jetzt im Europarat rein. Weißt du, die ganze Verfassung, wo eigentlich die Rechte beim Volk und beim Fürst zur Hälfte liegen, mit Vetorecht vom Fürst, das kommt ja immer und immer wieder. Was sagst du denn da dazu? Wir haben ja zweimal eigentlich eine größere Verfassungsdiskussion gehabt, dort vor dem Jahr 2003, die dann zur heute gültigen Verfassung
geführt hat. Und dann hat es im Jahr 2012 noch einmal eine Initiative gegeben aus dem Volk raus, die sogenannte DDSZ-Initiative, damit deine Stimme zählt. Die, muss man sagen, ist natürlich im allergrössten Teil von der Bevölkerung nicht sehr gut angekommen. Die Initiative ist dann, glaube ich, auch mit etwa 80% Stimmen abgelehnt worden. Nein, man muss sagen, insgesamt hat doch unsere Verfassung mit diesen zwei Souveränen zu einer recht grossen Stabilität, zu einer recht grossen Verlässlichkeit von den Institutionen untereinander geführt. Das zeigt eigentlich die Geschichte vom Liechtenstein. Und ich denke, wenn die zwei Souveränen, so wie es tatsächlich auch der Fall ist, in Anstand und in Respekt miteinander umgehen, ich glaube, dann kann man mit unserer Verfassung also wirklich sehr, sehr gut leben. Also sie ist schon mal, wenn man sieht, wie sich das Land entwickelt hat, auch in der Verhältnis zu der Schweiz und allem, kann man sagen, kommen wir mit unserer Verfassung eigentlich recht gut zu Gang. Vielleicht fällt es einem Schweizer, wo ein bisschen schwerer, das zu verstehen, nachzuvollziehen, weil er eigentlich in einer ganz anderen Umgebung, in einer republikanischen Umgebung aufgewachsen ist. Und das Politikverständnis ist einfach ein bisschen anders. Aber was wir auch immer wieder feststellen, wenn sich Schweizer wirklich für unsere Situation interessieren und sich informieren und bei uns sind und mit uns reden, dann entsteht auch bei einem Republikaner in der Regel ein recht grosses Verständnis für die Art Staatsform, die wir haben und für das Funktionieren von dieser Staatsform. Christoph, vielen Dank für das Interview. Wir machen sicher wieder mal etwas, um überall zu zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten können. Herzlich gern. Danke, Hans-Jürg.